18 Jahre. Und wir wollen eine Agentur bauen, in der wir selber als Angestellte gerne arbeiten würden. So, und seitdem entwickeln wir uns eigentlich permanent weiter. Der Blick auf den See ist nice, aber was heißt das denn sonst noch im Unternehmen, wenn ihr sagt, ihr seid ein guter Arbeitgeber, ihr macht das angenehme Arbeiten hier? Das geht halt los mit dem Stellenprofil oder mit dem Job und der Veränderung, die wir auch ermöglichen im Unternehmen. Also wir versuchen eigentlich schon das Jobprofil, um die Menschen rumzubauen. Und wir versuchen auch den Leuten hier zu sagen, mach das, was dich glücklich macht und sag uns, wo du für brennst. Und dann geben wir dir Zeit und Raum, dich da zu entwickeln. Wir haben seit Ewigkeiten fixe Zeiten für die Weiterbildung. Das kann sich jeder frei auswählen. Es gibt 10% der Arbeitszeit dafür. Es gibt wahnsinnig viele Mitbestimmungsmöglichkeiten. Aber inzwischen ist der Laden 80 Mann groß. Und da sind wir eher der Flaschenhals. Das muss man einfach sagen. Und deswegen braucht es auf jeden Fall die Hilfe und das Mitdenken auch auf strategischer Ebene von Mitarbeitern. Nun ist ja nicht jeder von euren 80 Mandarinen, die ihr inzwischen seid, qua Ausbildung oder Vorbildung in der Lage, dieses Mindset oder diese Unternehmenskultur, die ihr habt, zu leben. Wie geht ihr damit um, wenn jemand Schwierigkeiten damit hat? Jeder neue Mitarbeiter, der hier zu uns kommt, soll eigentlich quasi einen Sparringspartner bekommen, mit dem er seine ersten 6 Monate bestreitet, also die übliche Probezeit. Und diese Rolle des Paten, der ist dafür da, ihn mit den richtigen Leuten zu verknüpfen, ihm auch zu erklären, wie wir mit bestimmten Sachen umgehen, wen man wofür sozusagen ansprechen muss. Und sicherlich ist er auch so ein bisschen Kulturbotschafter für Mandarin. Aber ansonsten spürt man, glaube ich, relativ schnell, wenn man in den Laden kommt, wie hier so die Stimmung ist, wie miteinander umgegangen wird und dass man den Chef auch nochmal kritisieren kann. Es schreibt auf eure Fahne messbar mehr Erfolg, glaube ich, ist das Slogan. Das heißt, ihr tut das natürlich als Unternehmen nicht nur für euch und eure Mitarbeiter, damit sich alle wohlfühlen, sondern ihr tut das aus ökonomischen Gründen. Seid ihr erfolgreich, ist das messbar, dass ihr mit eurer Kultur, mit der Art, wie ihr arbeitet, wie ihr mit den Kunden sprecht, bringt euch das Erfolg? Also ja, es gab tatsächlich zuletzt auch eine Anfrage von einem Kunden, der nicht nur unsere Website gecheckt hat, sondern die haben auch unser Kununu-Profil gecheckt. Die haben auch geguckt, was ist das für eine Kultur in dem Laden? Merkt man, liest man auf Kununu von vielen Wechseln? Oder was lässt sich über das Profil, den Charakter einer Firma eigentlich empfinden? Und so haben wir Projektanfragen bekommen von Unternehmen, die halt ein starkes Wertegerüst auch bei sich haben. Die sagen, wir wollen auch mit Unternehmen arbeiten, die eine gute Kultur haben. Also insofern kriegen wir auch darüber durchaus Anfragen. Es gibt ja auch Produzenten als Kunden, große Metallunternehmen, bei denen die Kultur möglicherweise schwieriger umzusetzen ist, die ihr hier selbst in der Firma habt. Was sagt ihr denen, wenn die sagen, naja, das könnt ihr als Medienagentur, klar, ihr könnt in eurem Haus am See es euch so machen, wie ihr es braucht, aber das können wir in der Produktion nicht? Also es gibt schon Bereiche, wo es vielleicht schwieriger ist, aber die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, die Haltung sozusagen und auch die Haltung, den Mitarbeitern alles zu ermöglichen, was geht, und das spüren ja auch Mitarbeiter. Also zu ermöglichen, dass Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, die Schichten bekommen, die auch in ihren, ich muss mein Kind zur Kita bringen und wieder abholen, Plan passen, gerade wenn sie alleinerziehend sind. Solange sich die Mitarbeiter, solange die glücklich sind und happy sind in ihrem Job, muss ich mir keine Sorgen darüber machen, dass sie alles geben. Hallo Anne, du bist ein Mandarin Talent. Vielleicht stellst du dich kurz vor, sagst, was du hier im Unternehmen machst und was heißt das eigentlich, Mandarin Talent? Ich bin ein Mandarin Talent, das ist für mich jetzt ungewohnt, weil du das sagst. Bei uns sind wir alles Mandarin. Ich bin eine Mandarine. Ich kümmere mich bei uns um den Bereich Mandarin Talent. Das ist eine von 3 Units, die wir hier bei Mandarin haben. Die Unit Talent, für die ich verantwortlich bin, beziehungsweise um die ich mich kümmere, beschäftigt sich mit den Disziplinen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Das heißt, wir begleiten Employer Branding Projekte für Kunden, wir entwickeln Personalmarketing Kampagnen und begleiten oder beziehungsweise setzen Recruiting Maßnahmen um. Was macht denn einen guten Arbeitgeber aus der Sicht eines Bewerbers oder eines Talents, eines potenziellen Mitarbeiters aus? Ich glaube, einen guten Arbeitgeber macht es halt aus, dass er die richtigen Leute anspricht, die auch zu seiner Kultur im Laden passen.
Also muss man erstmal die Kultur definieren. Das wäre wichtig, genau. Wir haben ja aktuell so diesen Zustand, dass so ein bisschen auch gemeckert wird über das Wettrüsten von Benefits und es muss immer noch mehr und es muss noch das reingeschmissen werden. Und ich glaube, das ist halt schon ein Grundding zu verstehen, dass es halt nicht darum geht, dass ich Fachkräfte gewinne, indem ich halt dieses Wettrüsten an Benefits mitmache, sondern dass ich wirklich meine Mitarbeiter finde und gewinne, indem ich halt weiß, wie ich sie halt intrinsisch anspreche und über weiche Faktoren motiviere und einfach zeige, passen wir zueinander von unserer Werte und Kultur, von unserer Haltung zueinander, dass das halt eigentlich so das Thema halt sein sollte, auch zukünftig, um Personal zu gewinnen. Weil letztendlich ist es so, wie ich immer versuche zu erklären, kein Mensch identifiziert sich mit einem Essengeldzuschuss bei einem Unternehmen, sondern ich gucke ja schon viel genauer, passe ich halt zu diesem Laden, passe ich da rein von meiner Art, von meiner Haltung, gehe ich da mit einem guten Bauchgefühl hin und merke halt, okay, das ist hier, das passt zu mir. Was ist das, was euch ausmacht? Wo ist euer Spirit, wenn ihr ihn definiert? Also was, glaube ich, bei uns ganz groß Thema ist, ist Freiraum. Also Freiraum sowohl in dem, wie wir hier arbeiten, örtlich, vor Ort, so ein bisschen den Luxus, den wir hier genießen in der Agentur, mit dem See, wie wir unsere Pausen gestalten können, aber auch der Freiraum im Kopf, wie wir arbeiten können, wie wir Sachen denken können, angehen können, anders vielleicht andere Wege angehen können. Und aber auch der Freiraum, den ich privat habe, so in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist so ein Aspekt. Ich glaube, was uns noch ausmacht, ist, dass du halt permanent die Möglichkeit hast, dich hier weiterzuentwickeln, dich auch weiterentwickeln musst, weil wir ein sehr hohes Tempo haben und viel mit Veränderungen konfrontiert sind und dich das dazu zwingt, dich permanent weiterentwickeln zu wollen. Und das macht uns halt auch aus und das ist halt was, das Leute anzieht, die dieses Tempo und diesen Wunsch nach Weiterentwicklung auch suchen. Würdest du sagen, du kannst dich hier völlig frei entfalten? Ja, ich kann mich hier völlig frei entfalten.